Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur 9. Folge unserer Spezialserie über das Buch Jesaja. Heute haben wir 5 außergewöhnlich schöne und großartige Kapitel vor uns, nämlich Kapitel 41 bis 45. Und die sind auch weitestgehend der Schwerpunkt beim Bibelgespräch am 27. Februar, für alle, die sich auch ganz gezielt darauf vorbereiten wollen. Und bevor wir beginnen, diese wirklich erhebenden Themen gemeinsam uns hier zu erarbeiten, wollen wir Gott einladen, dass er unser Denken führt und zu unserem Herzen spricht. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können und dass wir aus deinem Wort das entnehmen können und erfahren können, was wir für unseren Alltag, für unser Glaubensleben brauchen. Wir danken dir, dass Jesaja so ein wunderschönes, kraftvolles Buch ist, das Evangelium auf allen Seiten hervorleuchtet, und wir möchten dich bitten, dass es heute in unser Herz hineinleuchtet, dass wir dich noch lieber gewinnen, noch enger an dein Herz gezogen werden und dich noch fester halten und uns realisieren und realisieren, wie fest du uns hältst. Herr, das bitten wir im Namen Jesu, der sich hier offenbart und jetzt zu uns sprechen möchte. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Ich möchte beginnen mit 2 kurzen Zitaten von Ellen White. Sie sagt über das 41. Kapitel von Jesaja, dass wir es studieren sollen und uns wirklich anstrengen sollen, es in all seiner Bedeutung zu erfassen. Und dann spricht sie von dem gesamten Abschnitt, den wir heute gemeinsam studieren wollen. Sie sagt, in dem 41. bis zum 45. Kapitel von Jesaja offenbart Gott sehr deutlich seine Absicht für sein Volk, und diese Kapitel sollten unter Gebet studiert werden. Also das als besondere Ermutigung, dass die Kapitel, die wir heute hier studieren wollen, eine ganz besondere Bedeutung für uns haben und wir mit einer Gebetshaltung im Herzen diese Worte lesen wollen. Ab Vers 1, Kapitel 41. Hört mir schweigend zu, ihr Inseln, und die Völker mögen neue Kraft gewinnen. Man sieht auch die Verbindung hier schon zu den Versen, die wir gerade davor in Kapitel 40 am Ende, Vers 29 bis 31 gehabt haben. Sie sollen herzukommen und dann mögen sie reden, wir wollen zusammenkommen und miteinander zu rechten. Diese Einladung, miteinander zu rechten, die haben wir schon in Jesaja 1 gehabt, in Vers 18, wo Gott sein Volk eingeladen hat, kommt, wir wollen miteinander rechten und ihnen seine Erlösung angeboten hat. Und dieselbe Angebot gilt jetzt für alle Völker. Etwas, was sich immer wieder angedeutet hat im Buch Jesaja an verschiedenen Stellen, wird hier noch klarer ausgedrückt. Wer hat vom Aufgang her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet auf Schritt und Tritt? Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Er macht sie wie Staub vor seinem Schwert, wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Es sind rhetorische Fragen, die ein bisschen an das erinnern, was wir in Jesaja 40 gesehen haben, aber hier geht es nicht um die Schöpfung. Zunächst einmal geht es historisch um jemanden, der militärisch vorrückt von Osten her. Es heißt weiter in Vers 3, er verfolgt sie, zieht wohlbehalten einen Weg, den er mit seinen Füßen nie zuvor betrat. Wir werden sehen im Laufe dieses Studiums, dass in diesen Kapiteln der Perser Kyros angedeutet wird und vorhergesagt wird, der von Osten kommend Babylon besiegen würde. Aber, und das wird auch sehr deutlich werden in den nächsten Kapiteln, dieser Kyros ist ein Typus auf den Messias selbst, auf Jesus. Und das wird jetzt hier in den nächsten Abschnitten weiter entfaltet werden. Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat, von Anbeginn, ich der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Gott kennt alle Sterne, so hatten wir es am Ende von Jesaja 40 gesehen. Gott weiß die Geschichte von Anfang an, er ist der Erste und auch bei den Letzten noch derselbe. Wir hören hier sozusagen ein bisschen das A und O aus Offenbarung 1 und 22 heraus, ein Titel, der dort auch Jesus gehört.
und vor allem seine Unveränderlichkeit. Etwas, das wir auch in Maleachi 3, Vers 6 haben, wo er sagt, ich, der Herr, verändere mich nicht. Und auch Jakobus 1, Vers 17 bezeugt, dass Gott ist immer derselbe. Vers 5, die Inseln schauen und schaudern, die Enden der Erde erschrecken, sie nähern sich und kommen herzu. Es geht also um etwas, was den ganzen Planeten betrifft und alle sind involviert. Wir wissen schon, dass der Exodus eigentlich alle Völker erreichen sollte. Da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder, sei getrost. Also gibt es jetzt eine menschliche Ermutigung. Vers 7, der Künstler ermutigt den Goldschmied. Der, welcher mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf dem Amboss legt, indem er von der Lötung sagt, sie ist gut. Und er befestigt es mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Angesichts dessen, was Gott tut, wie gesagt, im kleinen Rahmen, historisch, Kyros, der von Osten kommen wird, im größeren Kontext, die Erlösung durch den kommenden Messias, durch Jesus, gibt es hier so eine Bewegung innerhalb der Menschen, die sich in ihren alten Wegen, in dem Götzendienst gegenseitig ermutigen wollen. Konkret sind das hier die Babylonier, denen es ja dann an den Kragen gehen wird durch die Perser. Und sie bestärken sich in diesem sinnlosen Götzendienst und damit wird ein Gedanke aufgegriffen, den wir in Jesaja 40 schon hatten und der jetzt hier uns noch öfter beschäftigen wird. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes. Auch hier eine Idee, die wir jetzt gut verstehen wollen. Gott redet jetzt, nachdem er von den Heiden gesprochen hat, redet er jetzt von seinem Volk und nennt es sein Knecht. Er ist der Same, das Volk Israel ist der Same Abrahams. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass diese Same Abrahams noch eine tiefere Bedeutung hat. Im Neuen Testament wird deutlich gesagt, dass in Galater 3, dass Jesus Christus selbst der Same ist. Und wir werden sehen, wie in diesen Kapiteln auch hinter, oder wie der Begriff Knecht Gottes nicht nur auf das Volk, sondern später auch auf den Messias direkt angewendet wird. Gott hatte ja mit dem Volk einen Bund geschlossen. Sie sollten sein besonderes Eigentum sein. Sie hatten ihn kennengelernt. Sie sollten seine Liebe und Treue weitergeben. Er hatte das ja getan, weil er es versprochen hatte. Und entsprechend hat er sie jetzt berufen, er hat sie auserwählt. Er hatte Abraham das Ganze versprochen und Abraham war sein Freund. Und Jesus sagt uns, wenn wir Jesus aus Liebe gehorchen, dann sind wir auch seine Freunde. Vers 9, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Gott verstößt sein Volk nicht. Wir werden diese Idee jetzt noch weiter studieren und verfolgen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Die Israeliten, die Judäer waren in Babylon gefangen. Sie waren ohne König, sie waren ohne Tempel, sie waren ohne Hoffnung. Aber Gott sagt hier lange, Jahrzehnte bevor das babylonische Exil begann, durch Jesaja voraus, ich werde bei euch sein. Wir erinnern uns, in Jesaja 7 und 8 war dieses Schlagwort Immanuel, dieser Name, Gott mit uns. Zentral gewesen. Gott sagt, ich werde bei euch sein, seid nicht ängstlich, ich stärke euch, ich erhalte euch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Was für ein wunderbarer Vers, den wir persönlich auf uns anwenden dürfen. Vers 11, siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind, werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Unsere Feinde, seien es Menschen oder Dämonen oder der Satan selbst, werden zunichte, wenn Gott auf unserer Seite kämpft. Vers 12, du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts, werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Vielleicht hast auch du in deinem Leben Schwierigkeiten, Probleme, Dinge, die nicht zu lösen sind. Wenn Gott mit uns ist, kann und wird er uns helfen. Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott möchte dich an der Hand fassen.
Egal wie schwach wir sind, egal wie verloren und verlassen wir sind, wie elend wir uns fühlen, Gott sagt nicht einfach, ich bin im Himmel und gebe dir Regeln, die du erfüllen musst. Nein, er sagt, ich komme zu dir, ich ergreife deine Hand, ich nehme dich bei der Hand da, wo du bist und dann führe ich dich und ich helfe dir. Ich helfe dir bei allen Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. Vers 14, so fürchte dich nicht. Wir sehen, dieses Wort fürchte dich wird immer wiederholt. Und wir wissen, wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, dann wird es betont, dann ist es wichtig. Und an Wiederholung sind diese Abschnitte hier nicht arm. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ja, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Israel war wirklich ein Würmlein. Sie waren nur noch ein kleiner Überrest, verglichen mit dem großen Reich unter David und Salomo. Sie waren nur noch ein kleiner Rest, verstreut in allen möglichen Ländern. Niemand würde denken, dass aus ihnen irgendetwas Großes noch werden würde. Aber Gott sagt, ich kenne euch und ihr seid mein Knecht. Auch wenn ihr jetzt zerstreut seid in Babylon, auch wenn ihr jetzt nicht mehr ein sichtbares Volk seid, ich kenne euch. Ihr seid der Same meines Freundes Abraham. Ich werde euch helfen. Ich nehme euch bei der Hand. Ich werde euch erlösen. Siehe, ich mache dich zu einem neuen, scharf schneidenden Dreschwagen mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge zerdreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie worfeln und der Wind wird sie davontragen und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des Heiligen Israels rühmen. Dieses Bild vom Dreschen gehört zur Ernte und das ist ein Bild aus der Gerichtssprache. Wir haben ähnliche Bilder auch an anderen Propheten, die wir im Sendemanuskript finden können. Und hier ist die Idee, die Israeliten werden wieder mächtig werden, sie werden stark werden, also geistlich, letztendlich ist es ja Gottes eigentliche Perspektive und die Feinde Gottes werden unterliegen. Sie werden vom Wind davongetragen werden, das erinnert uns an Daniel Kapitel 2, Vers 35, wo die Gottlosen bei der Wiederkunft weggetragen werden, wie der Spreu vom Wind und auch Psalm 1, Vers 4 sagt, dass die Gottlosen wie Spreu sind, die der Wind davonträgt. Die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Hier erinnern wir uns an die Geschichte beim Auszug Ägyptens, als Gott mitten in der Wüste aus dem Felsen Wasser hervorbrechen ließ. Und Gott sagt, mitten in der Wüste, in eurer geistlichen Wüste, wo ihr denkt, alles ist verloren, kann ich euch segnen. Ich kann Wasser euch geben. Und wenn ihr mich sucht, wenn ihr verdurstet, dann kommt zu mir, sagt er, ich will euch nicht verlassen. Er kümmert sich um die Bedürftigen. Vers 19, ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander in der Steppe. Die Wüste und Steppe ist ein Ort, wo es kaum wirklich schöne Vegetation gibt, vielleicht ein paar trockene Büsche. Aber hier werden alle großen, schönen, wertvollen Bäume mitten in der Wüste, mitten in der Steppe angebaut, als Symbol dafür, dass egal wie dramatisch, wie aussichtslos, wie trocken unsere Situation auch sein mag, der Herr, unser Jesus kann uns helfen, wo wir sind. Er kann in der Wüste Wasser aus dem Felsen bringen. Er kann in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume pflanzen. Vers 20, damit alle miteinander sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat, dass der Heilige Israels es geschaffen hat. Gott tut gerade solche wunderbaren Dinge, damit andere sehen, dass er wirklich der Erlöser ist. Gott möchte, dass alle erkennen, dass er es ist, der Erlösung schafft, denn er möchte ja auch alle erretten. Und deswegen sollen alle sehen, wie sehr er erretten kann. Vers 21, bringt eure Rechtssache vor, spricht der Herr. Schafft eure stärksten Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Hier wird wieder eine Einladung gegeben, wie schon in Vers 1.
Und Gott lädt hier die Heiden ein. Konkret im Kontext dann die Babylonier, wo das Volk später in der babylonischen Gefangenschaft sein wird. Sie sollen ihre besten Gründe für ihre Religion herbeibringen. Vers 22, sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das Frühere, was ist es? Verkündet es, so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was zukünftig geschehen wird. So werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses, so werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Gott fordert die heidnischen Götter heraus und sagt, habt ihr jemals etwas prophezeit, das auch eingetroffen ist? Gott macht hier erfüllte Prophetie zu einem Prüfstein, an dem sich prüfen lässt, ob er oder wer wahrer Gott ist. Und deswegen ist die Prophetie in der Bibel so wichtig. Sie ist nicht nur ein Beschäftigungsfeld für besonders Fromme, die ein bisschen mehr noch Bibel lesen wollen. Die Prophetie hat eine ganz entscheidende Rolle dabei, zu beweisen, dass Gott der wahre Gott ist. Jesus selbst hat Dinge vorhergesagt, an deren Erfüllung man erkennen konnte, dass er wirklich der Messias ist. Gott weiß, was er tut. Und die Götzen, das ist sozusagen die Pointe dieser Stelle, die können das nicht. Sie können nicht die Zukunft vorhersagen. Wir wissen aus Daniel 2 und aus Daniel 4 und aus Daniel 5, dass die Weisen Babylons immer und immer wieder genau diesen Punkt kläglich gescheitert sind. Und genau zu diesem Schluss kommt jetzt auch Vers 24. Siehe, ihr seid gar nichts und euer Tun ist nichtig, ein Greuel, wer euch erwählt. Die Götzen sind absolut nichtig und auch Paulus bestätigt das ja. Und in dem Psalm finden wir einen Vers, der deutlich macht, dass wer Götzen anbetet, wird ihnen gleich. Vers 25, ich habe einen von Norden her erweckt und er ist von Sonnenaufgang her gekommen, einer, der meinen Namen anruft. Er wird über Fürsten kommen, wie über Leben und wird sie zertreten, wie ein Töpfer den Ton. Historisch bezieht sich auch dieser Vers auf Kyros, der als General der Meder und Perser, die Meder waren zum Teil nördlich von Babylon in ihrem Gebiet und die Perser östlich, dann Babylon angreifen würde und erobern würde. Und diese Eroberung, die kennen wir schon aus Jesaja 21 und auch aus Jesaja 13. Und damit kommen wir zu einem der Hauptgedanken in diesem ganzen Kapitel. Die Israeliten sind ja in ihrem babylonischen Exil dann mit vielen Göttern konfrontiert worden. Jahrzehnte im Voraus hat Jesaja das schon, hat Gott das vorher gesehen und durch Jesaja prophezeit. Und übrigens sagt uns Ellen White, dass die Israeliten nach dem babylonischen Exil gesehen haben, wie nichtig die Götter sind. Und diese Nutzlosigkeit der Götter zeigt sich darin, dass sie den Fall Babylons nicht aufhalten können, nicht einmal voraussehen können, während Gott alles bereits über 150 Jahre im Vorhinein aufschreibt, bevor die Meder und Perser überhaupt vor den Toren Babylons stehen. Und Kyros ist hier, und das wird später noch deutlicher, ein Typus auf Jesus Christus. Norden steht in der Bibel für Gericht. Ja, die Assyrer, die Babylonier kommen immer vom Norden. Und der Osten steht für das Evangelium, für die Wiederkunft, für die Versiegelung. Und Norden und Osten kombiniert ergibt dann die Dreiverengelsbotschaft, die Kombination von ewigem Evangelium und der Botschaft, dass die Stunde des Gerichts begonnen hat. Und diese Dreiverengelsbotschaft, diese Kombination von Osten und Norden, spielt dann in Daniel 11 am Ende beim Fall des endzeitlichen Babylons eine ganz große Rolle. Auch in der sechsten Plage haben wir heute nicht die Zeit, hier das zu studieren, aber um das wenigstens mal erwähnt zu haben. Wer hat das von Anbeginn verkündigt, dass wir es wüssten? Und wer im Voraus, dass wir es sagen könnten? Er hat recht. Aber das ist ja keiner, der es verkündete. Ja, keiner, der es hören ließe. Ja, niemand, der Worte von euch vernehme. Lange bevor die Israeliten ins babylonische Exil kommen, sagt Gott bereits voraus, wie das Exil enden wird, damit die Israeliten dann in Babylon, den Babyloniern zeigen können, schaut mal, unser Prophet Jesaja hat all das schon lange Zeit im Voraus gesagt. Was können eure Götzen? Die prophetische Heilsbotschaft der Errettung aus dem babylonischen Exil, lange vorhergesagt, wird sozusagen auch zum Beweisstück in der Hand der Israeliten, um zu zeigen, dass Gott der wahre Gott ist.
Vers 27, ich habe als erster zu Zion gesagt, seht, seht, das sind sie. Und Jerusalem gebe ich einen Freudenboden. Denn ich sehe mich um, aber das ist niemand. Und unter diesen ist kein Ratgeber, den ich fragen könnte und der mir Antwort gebe. Siehe, sie alle sind trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind ein leerer Wahn. Die Freudenboten, von denen wir gelesen haben, die kennen wir aus Jesaja 40. Die Botschaft der Erlösung. Historisch ist das die gute Nachricht, dass Kyros die Erlaubnis geben wird, Jerusalem wieder aufzubauen oder erstmal den Tempel aufzubauen, dass man wieder nach Jerusalem zurückkehren darf. Aber gleichzeitig ist das, wie gesagt, ein Typus auf die Erlösung. Niemand von den Weisen, wie gesagt, war in der Lage, diese Dinge vorherzusehen, geschweige denn zu erklären. Und so sehen wir jetzt also hier, dass sie alle, diese babylonischen Götzen, alle trügerisch, alle nichtig und ein leerer Wahn sind. Und jetzt kommt ein interessanter Kontrast. Denn in Jesaja 42, Vers 2, Vers 1 heißt es wieder siehe. Wir hatten in Vers 29, siehe, sie sind alle trügerisch und jetzt wieder siehe. Aber jetzt kommt der Kontrast, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das sollte eigentlich Israel tun. Und wir lesen bei dem Vers sofort, dass es sich hierbei um Jesus handelt. Und das zu Recht, denn Matthäus zitiert diesen ganzen Abschnitt hier und wendet ihn direkt auf Jesus als Erfüllung an. In Matthäus 12, Vers 16 bis 20. Wir wissen, Jesus machte sich selbst zum Knecht. Wir wissen, Jesus wurde von seinem Vater erhalten. Wir wissen, er war der Auserwählte, der Messias, der Gesalbte. Meine Seele hat wohl gefallen, das wissen wir, das passierte bei der Taufe, als der Geist auf ihn kam. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 wird gesagt, dass er dort gesalbt worden ist mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Er würde das Wort Gottes den Heiden zugänglich machen und all das erfüllt sich ja durch das Wirken von Jesus und seiner Nachfolge. Aber all das hätten im Typus schon die Israeliten, die aus Babylon frei werden, tun sollen. Vers 2, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Jesus hat niemals lautstark Werbung für sich gemacht. Johannes der Täufer musste mehrfach auf ihn hinweisen, damit überhaupt mal zwei Jünger erstmal ihm nachfolgten. So demütig war sein Auftreten und diese Demut steht in wohltuendem Kontrast, in starkem Kontrast zu dem ständigen Stolzproblem, das alle Nationen hier in Jesaja haben, ob sie Assyrer, die Israeliten, die Judäer, die Moabiter, alle, Babylonier, der Satan dann in Jesaja 14, alle haben dieses Problem des Stolzes, aber hier sehen wir das Gegenstück, wir sehen Jesus, wir sehen das, was Philipper 2 beschreibt, seine Selbsterniedrigung. Und Gottes Wunsch ist, dass sein Volk, das Volk Israel, das er zurückkehrt aus Babylon, genau diesen Charakter von Jesus illustriert und zeigt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Jesus hat nie Hoffnung zerstört, sondern er hat ermutigt. Diese Ermutigungsbotschaft finden wir immer wieder. Wir haben auch in Jesaja 35 diese Botschaft gehabt, dass die schlaffen Hände und die zitternden Knie gestärkt werden sollen. Jesus war in Jesaja 40 als ein fürsorglicher Hirte beschrieben worden. Und dann heißt es in Vers 4, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Das Ziel für Israel nach dem Exil war es, die ganze Erde bekannt zu machen mit dem Evangelium. Und das ist das, was Jesus sich als Aufgabe gegeben hat. Matthäus 12, Vers 21 wird dieser Vers interessant wiedergegeben. Dort werden nämlich statt Inseln Heiden gesagt, was ja keine Überraschung ist, denn die Inseln, das ist das Mittelmeer, das ist die Ägäis, das sind die Griechen, die fernen Heiden. Aber dann wird dieser Vers, wo hier Lehre steht, im Hebräischen steht Torah, das Gesetz, die Weisung, wird Name übersetzt. Und das zeigt uns, dass der Name Gottes und sein Gesetz, seine Lehre, eine unauflösliche Einheit bilden. Das wirft viel Licht auf Stellen wie Offenbarung 14, Vers 1, wo die 144.000 den Namen Gottes an ihrer Stirn haben, sein Gesetz. Nicht ermatten, Jesaja 9 hatte vorher gesagt, dass die Herrschaft des Christus, die Herrschaft immer mehr zunehmen wird. Und Jesus hat sein Werk vollendet. Er sagt das selbst in Johannes 17 und am Kreuz sagt es auch. Und er kann auch unseren Glauben vollenden.
So spricht Gott der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Hier geht es um Gott als den Schöpfer und der ist natürlich Jesus selbst. Er hat die Erde ausgebreitet, er hat die Welt geschaffen. Da gibt es viele Verse, die davon berichten. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei der Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen und zum Licht für die Heiden. Hier sehen wir, dass das Evangelium eine doppelte Funktion hat. Es soll den Bund befestigen mit dem bereits bestehenden Volk Gottes und soll die Heiden dazugewinnen. Und genau das ist das, was Jesus macht. Er bestätigt den schon bestehenden Bund, bekräftigt ihn, sodass dieser Bund zum neuen Bund wird, als er dann durch das Blut von Golgatha besiegelt wird. Dieser neue Bund wird in Jeremia 31, Vers 3 und Vers 31 und Hebräer 8, Vers 6 beschrieben. Und gleichzeitig wird er zum Licht, wird Jesus zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Wir finden in den Evangelien viele Verse, die ganz buchstäblich zeigen, wie sich diese Mission des Messias erfüllt hat. Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Früh ist eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Wir haben hier die Einzigartigkeit Gottes wieder und dass er den Test gegenüber den babylonischen Götzen besteht. Er sagt die Dinge voraus, bevor sie eintreffen. Er kennt die Zukunft, sowohl die relativ nahe Zukunft mit Kyros, als auch die entferntere, das Auftreten des Messias von Jesus selbst. Singt dem Herrn ein neues Lied. Besingt seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was ihr füllt, ihr Inseln und ihre Bewohner. Also hier soll ein Lied gesungen werden aus Freude über die Erlösung. Wenn das Volk Israel ganz treu seinen Auftrag ausgeführt hätte, dann wären schon vor dem Auftreten von Jesus das Evangelium in der Ägäis in Griechenland gehört worden. Aber nicht nur dort. Vers 11, die Steppe mit ihren Städten soll ihre Stimme erheben. Die Dörfer, in denen Kedar wohnt, wir haben über Kedar in Jesaja 21 gehört, das in Arabien liegt. Die Bewohner von Sela sollen frohlocken und von den hohen Bergen herab jauchzen. Also von Israel aus gesehen haben wir den Nordwesten, die Ägäis und wir haben den Nordosten, wir haben Arabien. Um deutlich zu machen, in alle Richtungen soll das Evangelium sich ausbreiten, die Freudenbotschaft, dass Gott der Retter ist. Sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen. Der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann den Eifer anfachen. Er wird wie einen Schlachtruf, ja ein Kriegsgeschrei heben. Er wird sich gegen seine Feinde als Held erweisen. Gott kommt als Erlöser und das bedeutet auch, dass er ein Kriegsmann ist. So haben wir das in 2. Mose 15 gesehen, wo Gott die Armee des Pharao im Meer ertränkt hat. Vers 14. Sehr lange habe ich geschwiegen, bin still gewesen und habe mich zurückgehalten, aber jetzt will ich schreien wie eine Gebärende und schnauben und schnaufen zugleich. Ein ganz eindrücklicher Vers. Paulus beschreibt die Zurückhaltung Gottes in Römer 3, wo er sagt, dass Gott mit der Bestrafung der Sünde gewartet hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, um dann die Sünde auf Jesus zu legen, sodass er gleichzeitig gerecht sein kann und ein Retter und ein Rechtfertiger der Sünder, die auf ihn hoffen und an ihn glauben. Ich will Berge und Hügel öde machen und all ihr Gras verdorren lassen. Ich will Wasserflüsse in Inseln verwandeln und Seen austrocknen. Das ist eine Beschreibung, die uns sehr erinnert an den Tag des Herrn, den wir zum Beispiel in Jesaja 2 gesehen haben. Aber jetzt in diesem Abschnitt überwiegt jetzt nicht so sehr die Tag des Herrn Beschreibung, das in Anführungsstrichen negative, sondern die Errettung, wie wir jetzt im nächsten schon wieder sehen werden. Ich will die Blinden auf einem Weg führen, den sie nicht kennen und auf Pfaden leiten, die ihnen unbekannt sind. Ich werde die Finsternis vor ihnen zum Licht machen und das Hügelige zur Ebene. Diese Worte werde ich erfüllen und nicht davon lassen. Das erinnert uns an Jesaja 40, wo ja die Stimme in der Wüste den Weg bereiten soll für Gott. Aber Gott sagt hier selbst, ich werde euch den Weg bereiten. Er macht sich zum Knecht sozusagen. Und der Erlösungsplan wird ganz gemäß dem prophetischen Wort durchgeführt werden. Die Erlösung ist etwas Prophetisches. Und ohne das prophetische Wort kann man die Erlösung, die Gott uns anbietet, eigentlich gar nicht verstehen. Deswegen ist es absolut unsinnig, wenn Christen oft versuchen, die Erlösung, das Evangelium und die Prophetie voneinander zu trennen. Das Evangelium ist seit 1. Mose 3, Vers 15 prophetisch und die Prophetie hat immer Christus und das Evangelium im Zentrum.
Es sollen zurückweichen und tief beschämt werden, die auf Götzen vertrauen und zu gegossenen Bildern sagen, ihr seid unsere Götter. Diesen Vers, diesen Gedanken haben wir schon mehrfach jetzt gesehen. Er wird noch ein paar Mal auftauchen. Vers 18, hört ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen, wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, oder so taub wie mein Bote, den ich sende. Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Das hier sehen wir natürlich, dass sich das jetzt eigentlich nicht wirklich auf Jesus bezieht, sondern auf das Volk Israel, das zwar Ohren hat, aber nicht wirklich hört. Vers 20, du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan und doch nicht gehört. Das Volk Israel hat so viel Botschaften von Gott empfangen, schon zur Zeit von Mose und dann durch all die Propheten. Und obwohl sie so viel wussten, haben sie nicht gehört. Jesus spricht später dasselbe Problem an zu seiner Zeit, wo die Israeliten zwar das ganze Alte Testament haben, aber nicht hinhören auf das, was der Geist Gottes ihnen sagen möchte, weswegen Jesus dann die alte Formulierung von Mose aufgreift, hinzuhören. Höre Israel, hatte Mose gesagt. Und Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre. Dazu müssen wir allerdings als Fußnote sagen, dass Ellen White Vers 19 auch benutzt hat, um zu zeigen, dass ein wahrer Christ nicht alle Fehler von anderen wissen will und sozusagen auch mal freiwillig die Ohren zumacht und auch die Augen verschließt. Aber zurück hier zu Jesaja. Und es heißt hier in Vers 21, es gefiel dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Ja, Gott ist nie daran interessiert, dass sein Gesetz abgeschafft wird oder verändert wird. Jesus kam auch nicht, um das Gesetz zu verändern und abzuschaffen. Er kam, um es groß und herrlich zu machen. Aber schauen wir mal den Kontext an. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind alle in Löchern gefangen und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden zum Raub und niemand rettet. Sie wurden zur Beute und niemand sagt, gib sie wieder her. Diese beiden Verse gehören eigentlich zusammen. Gott sagt, das Wort Gottes, die Lehre Gottes, die Tora, die Botschaft, man könnte auch sagen, das Evangelium letztendlich, ist groß und mächtig geworden. Dadurch, Gott hat es offenbart, hat es seinem Volk gegeben, es wurde verkündigt, aber sein Volk selbst ist in einem so erbärmlichen, desolaten Zustand, dass man den Eindruck hat, es gibt keinen Retter für sie. Ihre Botschaft redet von einem Retter, von großer Erlösung. Das Gesetz ist mächtig und groß und herrlich gemacht worden. Aber das Volk selbst sieht so aus, als ob es gar keinen Retter gibt. Und vielleicht ist das eine nicht nur betreffende Beschreibung für das Volk Israel in Babylon, das zerstreut dort im Exil ist. Viele Bücher und prophetische Schriften hat von einem Retter Gott und trotzdem verstreut dort vor sich hin lebt. Vielleicht ist das auch eine ganz interessante Beschreibung unserer Zeit, wo so viel Licht vom Himmel auf unsere Gemeinde strahlt und wir so viel erkennen und wissen, aber manchmal unser Leben so aussieht, als ob es keinen Gott gibt und keine Rettung von der Sünde. Wer ist aber unter euch, der auf diese Worte hört, der Acht gibt und es künftig beachtet? Gott wünscht sich, dass es jemand gibt, der das einsieht. Diesen Gedanken finden wir auch in Hosea 14 am Ende und an vielen anderen Stellen. Wer übergab Jakob zum Raub und Israel den Plündern? Ist nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam? Gott möchte, dass wir verstehen, dass die misslichen Lagen, in denen wir uns oft befinden, der fehlende Segen seinen Grund nicht daran hat, dass Gott nicht existiert oder ihm langweilig geworden ist und uns kein Interesse an uns hat, sondern der fehlende Segen liegt an den Sünden, die wir oft so schwer selbst erkennen. Darum hat er über ihn die Glut seines Zorns ausgegossen und die Gewalt des Krieges. Und seine Zornglut hat ihn überall angezündet, aber er ist nicht zu erkennen zu kommen. Und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nimmt es nicht zu Herzen. Was für eine tragische Sache, wenn Gottes Volk nicht erkennt, dass der missliche Zustand, in dem es ist, allein auf die eigene Sünde zurückzuführen ist. Und jetzt kommt's. Direkt im nächsten Vers. Obwohl hier eine Kapitelunterteilung ist, geht es direkt weiter. Diesem Volk, das so verstockt ist, das so im Exil gefangen, uneinsichtig ist, gibt Gott jetzt folgende Botschaft. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, diese Botschaft ist an das Volk, von dem es gerade in Vers 24 und 25 steht, dass der Zorn Gottes sich ausgegossen hat, dass sie den Plünderern preisgegeben worden sind, dass sie nicht gehorsam gewesen sind. Gott kommt, um die Sünder zu retten, auch in seinem Volk.
Und hier sehen wir diese doppelte Verbindung von Schöpfung und Erlösung, die uns jetzt hier weiter begleiten wird, die in Epheser 2, Vers 10 uns zeigt, dass Gott die guten Werke geschaffen hat, in denen wir wandeln sollen. Die in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, dass wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Buchstäblich gab es dafür eine Illustration in der Zeit des babylonischen Exils, als die drei Freunde von Daniel vom Feuer nicht versenkt worden sind. Gott kennt die Seinen. Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Lieber Freund, liebe Freundin, ist dir bewusst, dass Jesus Christus dich geschaffen hat. So wunderbar, wie du bist, er hat dich geschaffen. Und er ist am Kreuz für dich gestorben und er hat dich bei deinem Namen gerufen und er sagt, du gehörst mir. Nimm mich als deinen Erlöser an. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, deiner Retter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Das ist ein Bild, denn Ägypten und Kusch und Saba sind alle sehr reich gewesen. Die größten Schätze sind für Gott nichts, wenn er uns erretten kann. Er hat den ganzen Himmel investiert, um dich und mich zu retten. Und dann kommt einer der kostbarsten Verse der ganzen Bibel. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Gott liebt dich so sehr, dass er sich, und das ist ja hier nur sozusagen im Typus angedeutet, in Wirklichkeit sich selbst, die Gottheit selbst, hingibt für dich. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott hat dich lieb. Er hat dich wirklich lieb. Er hat mehr für dich gegeben, als wir uns jemals vorstellen können. Uns fällt es oft so schwer, dir geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Uns fällt es oft so schwer, uns das wirklich ganz vorzustellen, was er eigentlich gegeben hat. Aber vielleicht müssen wir gar nicht bis ins letzte Detail verstehen, was ihn gekostet hat. Das würde uns überhaupt überfordern. Aber wir dürfen vertrauen und glauben, dass er mich lieb hat und ich lieb hat und dass er einen ganz großen Wert in dir und in mir sieht. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Haben wir schon mehrfach gesehen. Er wiederholt das immer und immer wieder, weil er möchte, dass wir es endlich verstehen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom Osten herführen und dich vom Westen ersammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Hier kommen die Israeliten aus dem Exil zurück. So hat sich Gott das vorgestellt. Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie zurück, weil er sie erlöst. Ich will zum Norden sagen, das hat mir. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Da haben wir nochmal die Brücke zu Vers 1. Bringt hervor das blinde Volk, das doch Augen hat und die Tauben, die doch Ohren haben. Das knüpft an das, was wir am Ende von Kapitel 42 gesehen haben. Er rettet nicht die, die schon alles wissen und alles tun und bestens Bescheid wissen und in allem folgen. Er rettet die, die bisher taub und blind gewesen sind. Er will sie zu sich ziehen. Er rettet die, die bisher nicht gehorsam gewesen sind. Er bietet ihnen die Erlösung an. Lieber Freund, liebe Freundin, vielleicht hast du von Gott gewusst, aber eigentlich nicht wirklich mit ihm gelebt oder hast dich von ihm entfernt und warst ungehorsam. Dann bietet er dir jetzt, gerade weil du es nicht verdient hast, gerade deswegen bietet er die Erlösung an, denn wenn du es verdient hättest, wäre es keine Erlösung mehr. Er bietet dir die Erlösung an, weil du sie nicht verdient hast. Deswegen möchte er dich retten, weil du trotzdem so wertvoll bist. Und er wünscht sich, dass du dieses Angebot in Anspruch nimmst. Übrigens, eine der größten traurigen Geschichten der Bibel ist, dass damals dann viele Jahrzehnte später, nach Jesaja, ja fast 2 Jahrhunderte später, dann 150 Jahre später, viele der Israeliten überhaupt nicht mehr das Exil verlassen wollten und dieses Angebot nicht angenommen haben. Ein etwas, was uns sehr traurig stimmen sollte, weil auch heute viele Menschen die Erlösung, die Jesus anbietet, nicht in Anspruch nehmen wollen. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lasst ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man das hören und sagen, es ist wahr. Wir sehen, dass diese Gedanken immer und immer wieder aufkommen. Gott möchte den Punkt deutlich machen. Und dann sagt er, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr kennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Gott sagt, ich brauche euch in gewisser Weise, also nicht im Sinne, dass er Gott braucht nichts, aber Gott sagt, ich in dieser Auseinandersetzung mit den anderen Religionen, wo alle behaupten, es gibt so und so viele Götter und die Götter und der ist Gott, sagt, ich brauche euch als meine Zeugen, die ihr erlebt habt, dass ich rette. Ich brauche euch als,
Zeugen, die bekennen, es gibt nur einen Retter, nur einen kann wirklich, nur einer kann wirklich von Sünde und Schuld befreien, nur einer kann ein neues Herz schaffen, kein anderer Gott ist dazu in der Lage. Die Israeliten hatten jahrhundertelang mit Götzen experimentiert und gespielt, aber jetzt im babylonischen Exil würden sie sehen, Götzendienst ist sinnlos. Und Gott wünscht sich, dass sie erkennen, dass er der Einzige ist. Und er wünscht sich, dass wir erkennen, dass er der Einzige ist, der unsere Probleme lösen kann, der uns helfen kann, der uns auch in schwierigen Situationen beisteht. Ich habe in meinem Leben so oft erlebt, dass Jesus mir in der schweren Situation, in der ich gerade gewesen bin, geholfen hat, mich gestützt hat, mir Kraft gegeben hat, die ich selbst nicht mehr geglaubt habe. Und deswegen möchte ich ihn bezeugen, dass er real ist und dass er wirkt und dass er da ist. Und dass das, was er sagt, man sich darauf verlassen kann, das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Es gibt keine andere Erlösung, sagt auch das Neue Testament. In keinem anderen ist das Heil. Es gibt uns keinen anderen Namen unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, sagen die Jünger Jesu, die Apostel, später in der Apostelgeschichte. Ich habe verkündet, gerettet und von mir hören lassen und ich bin nicht fremd unter euch und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Gott macht deutlich, dass er immer der gleiche ist. Ein ganz, ganz wesentliches Ding, eine ganz fundamentale Wahrheit. Wir haben in Vers 4 gesehen, er liebt den Sünder, aber er ist immer derselbe. Und diese beiden Dinge zusammen bilden das Fundament seiner Regierung. Er ist die Liebe, er ist immer derselbe. Und darauf bauen sich alle anderen Lehren der Bibel letztlich auf. Ja, das ist das Fundament, das wir auch als das Gesetz Gottes beschreiben. Alle 10 Gebote basieren letztendlich auf diesen Ideen. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt. Auch die Chaldeer in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Gott sagt, weil ich euch retten möchte, liebe Israeliten, deswegen werde ich Babylon einnehmen lassen. Ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Immer wieder werden diese verschiedenen Ideen hier verbunden. Jesus, unser Schöpfer, er ist unser Erlöser, er ist unser Heiliger und er ist unser König. Ist Jesus dein, weißt du, dass Jesus dein Schöpfer ist? Weißt du, dass er dein Erlöser ist? Weißt du, dass er dein Heiliger ist und dass er dein König ist? So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigen Wassern, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt. Herr und Macht, da liegen sie miteinander. Steh nicht mehr auf, sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Natürlich hat jeder Israelit bei dem Lesen dieser Verse sofort an Exodus gedacht, an 2. Mose, an den Auszug aus Ägypten, als Gott die Streitmacht des Pharao im Schilfmeer vernichtet hat. Daniel selbst macht später diesen Punkt und sagt in Daniel 9, der du uns aus Ägypten geführt hast, führe uns jetzt aus Babylon. Aber Gott sagt jetzt hier, interessanterweise sogar, in Vers 18, gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Damit will Gott nicht sagen, dass wir uns nicht mehr mit der biblischen Geschichte beschäftigen sollen, aber es, im Kontext heißt es, das, was jetzt kommen wird, wird so gewaltig sein, dass man nicht mehr sozusagen immer den Exodus zitieren wird, man wird die Befreiung aus Babylon zitieren. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es hervor, solltet ihr es nicht wissen. Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Gott sagt, es wird eine neue Rettung geben, einen neuen Exodus sozusagen. Und die Erlösung, die dann Jesus am Ende für die Sünde, für uns gehen wird, gegenüber der Sünde, von der Sünde weg. Diese Erlösung wird so gewaltig sein, dass dagegen sowohl die Erlösung aus Ägypten als auch die Erlösung aus Babylon lediglich als Schatten, als Typen übrig bleiben und Jesus am Kreuz von Golgatha, das eigentliche Zentrum. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken. Mein Auserwähltes, immer wieder kommen dieselben Ideen, dass Gott Wasser geben wird in der Wüste. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Und auch da wieder diese Idee, dass Gott sein Volk geschaffen hat mit einem Zweck, mit einem Ziel, nämlich damit sein Volk seine Tugend, seinen Charakter in alle Welt verkündigt. So wie es dann auch 1. Petrus 2, Vers 9 sagt. Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern. Ich habe dich nicht mit Weihrauchspenden ermüdet. Gott sagt, du hast dich nicht wirklich um mich gekümmert. Du hast nicht wirklich nach mir gefragt, obwohl ich dir keine schwerwiegenden, umfangreichen und belastenden Opferverschriften gegeben habe. Gott sagt, ich habe dir eigentlich den Gottesdienst, den ich nicht angeordnet habe, der war nicht mühsam, der war nicht anstrengend.
und doch hast du dich nie darum gekümmert. Anders, es heißt vielmehr, Vers 24, du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich glaube, wir ahnen gar nicht, wie sehr Gott die Sünde zu schaffen macht, unsere Sünde, wie viel sie es ihnen gekostet hat. Und dann steht da, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Zwar hat Gott eine solche Mühe mit meinen Sünden, aber er verspricht mir, dass wenn ich ihm glaube, er alle meine Sünden vergibt und tilgt. Die Bedingung ist nach Apostelgeschichte 3, dass wir Buße tun, dass wir umkehren zu ihm, festhalten an ihm, an den Glauben und er wird uns von allen Sünden reinigen und von aller Ungerechtigkeit. Erinnere mich, wir wollen miteinander rechten, wieder die Einladung, miteinander zu rechten, wie schon Jesaja 1, Vers 18. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Es gibt nichts, was wir Gott sagen können und sagen, hier hätte ich recht und du liegst falsch. Darum habe ich dein erster Vater, hat gesündigt und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen. Darum habe ich die Vorsteher des Heiligtums entweiht und Jakob dem Bann preisgegeben und Israel den Schmähungen. Die Erlösung wird völlig unverdient sein. Niemand kann sagen, also ich habe es verdient. Gott macht das sehr deutlich. Wenn ich euch errette, dann nicht, weil ihr so gut gewesen seid, nicht, weil ich es euch schulde, sondern obwohl ihr so seid, werde ich euch retten. Und damit zeigt sich das Evangelium. Jesus rettet mich und dich nicht, weil wir das getan haben, sondern obwohl wir so sind, wie wir sind, möchte er uns retten. Er möchte uns zu sich ziehen und uns erlösen. Vers Kapitel 44. So höre nun mein Knecht Jakob und du Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht hat und von Mutterleib angebildet hat. Wieder dieselben Ideen. Gott ist bei uns gewesen, hat uns geschaffen, schon in unserem Mutterleib. Der dir hilft, fürchte dich nicht, immer wieder fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du Jeschurun, ein Titel aus 5. Mose, der dort in 5. Mose 32 und 33 eine Rolle spielt, ein Ehrenname für Israel, den ich erwählt habe, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf seinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Hier wird erklärt, was dieses Wasser in der Wüste sein soll. Es ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn wir den Heiligen Geist unser Leben lassen, wenn wir uns zu Jesus wenden, dann können wir noch so trocken sein, noch so verdurstet, noch so wüst in unserem Herzen. Der Heilige Geist macht ein Paradies in unserem Herzen. Jesus hat selbst vom Heiligen Geist als Wasser gesprochen, als er in Johannes 7 beim Laubhüttenfest diese Einladung gesprochen hat. Kommt her und ich werde euch das Wasser geben. Wird es euch in einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben springt, so wie auch der Frau im Jakobsbrunnen gesagt hat und wie wir dann in Offenbarung 22 und 21 lesen können. Umsonst dürfen wir dieses Wasser erhalten. Und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Bach, zwischen dem Gras, wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. Hier sehen wir, dass Israel keine genetische Zuordnung ist von Menschen, die einfach genetisch von einem anderen Menschen abstammen, sondern Israel ist ein Ehrenname. Wer erhält den Namen Israel? Es sind diejenigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Es sind diejenigen, die die Erlösung angenommen haben. Und deswegen hat Paulus recht, wenn er die Christen in Galater 6 als das Israel Gottes nennt. Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Hören wir wieder Offenbarung 1 und die anderen Stellen. Und außer mir gibt es keinen Gott. Wir sehen, wie Gott jetzt immer und immer wieder denselben Punkt deutlich macht, weil er ihn ganz dick und fett unterstreichen möchte. Und wer ruft weg und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe, ein Volk der Ewigkeiten. Denn dieses Volk der Ewigkeit, besser gesagt, ist ein Volk, das auf einem ewigen Bund basiert und ein ewiges Evangelium glaubt. Das ist das Volk der Ewigkeit. Und von Anfang an hat er es eingesetzt. Das ist eigentlich seine Gemeinde, die Gemeinde der Gläubigen. Ja, was bevorsteht und was ankommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Wieder die Idee, dass er die Heiden herausfordert. Konntet ihr das sagen? Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft in diesen Versen immer wieder gesagt wird, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das ist ja eine Phrase, die oft vorkommt in der Bibel, aber nirgends scheinbar so geballt wie in Jesaja 41 bis 45. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen. Gedanken, die wir in den anderen Kapiteln gesehen haben, werden immer wieder neu kombiniert, immer wieder miteinander in Verbindung gebracht.
Es gibt keinen anderen Gott und wir dürfen es bezeugen. Wir dürfen diese Erlösung der Welt bekannt machen. Alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, sodass sie zuschanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Gott stellt eine rhetorische Frage. Jeder, der ein Götzenbild macht, der möchte ja irgendwas davon auch haben. Siehe, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zuschanden und seine Werkmeister sind auch nur Menschen. Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen, sie müssen doch erschrecken und miteinander zuschanden werden. Gott sagt, wenn alle Götzendiener sich vereinen würden in einer Religion, in einer Gemeinschaft, würde es doch nichts bringen, weil Götzen sind unsinnig. Und jetzt kommt eine sehr pointierte, detaillierte Beschreibung, wie ein Götzenbild entsteht. Der Kunstschmied hat einen Meißel und arbeitet in der Glut und bildet es mit Hämmern und fertigt es mit der Kraft seines Armes. Dabei leidet er Hunger, bis er kraftlos wird und trinkt kein Wasser, bis er ermattet ist. Also der Handwerker arbeitet und er wird selbst müde. Wie kann also der Gott, den er macht, dann Kraft haben, wenn schon der Hersteller des Götzen keine Kraft mehr hat? Der Holzschnitzer spannt die Messschnur aus, er zeichnet es ab mit dem Stift, bearbeitet es mit Schnitzmessern und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es nach dem Bildnis eines Mannes, nach der Schönheit des Menschen, damit es in einem Haus wohne. Man fällt sich Zedern und nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sie sich aus und den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Pinie und der Regen macht sie groß. Ja, das Holz muss ja gut sein. Wir hatten in anderen Kapiteln gesehen, das darf ja nicht faulen. Das dient dann dem Menschen als Brennstoff und er nimmt davon und wärmt sich damit, er heizt ein, und damit, um damit Brot zu backen. Davon macht er auch einen Gott und betet ihn an. Er verfertigt sich ein Götzenbild und fällt davor nieder. Und hier soll dieser Punkt heimgebracht werden, wie unsinnig das ist, wenn man das Holz nimmt, verbrennt, Brot backt und gleichzeitig dasselbe Holz, das dort brennt, jetzt anbetet. Den einen Teil verbrennt er im Feuer, bei dem anderen ist er Fleisch. Er brät einen Braten und sättigt sich, er wärmt sich auch daran und spricht, ah, ich habe mich erwärmt, ich spüre das Feuer. Aus dem Rest aber macht ein Gott sein Götzenbild, er kniet davor nieder und verehrt es und fleht zu ihm und spricht, rette mich, denn du bist mein Gott. Und jetzt macht Gott den Schlusspunkt hier, sie erkennen und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nichts verstehen. Wenn man das hier sich durchdenkt, merkt man, es ist so unsinnig, an einen Götzen zu glauben. Interessanterweise haben wir dieselbe Formulierung mit den verklebten Augen in Jesaja 6 gehabt, als das Volk Israel nicht hören will auf die Botschaft, die Gott durch Jesaja geben will, weil sie auch durch den Götzendienst verblendet sind. Und wenn wir, sei es durch geistlichen Götzendienst, verblendet werden, dann sehen wir auch nicht, wie unsinnig das ist, was wir dort tun. Keiner nimmt es sich zu Herzen, dass weder Einsicht noch Verstand, dass man bei sich sagt, ich habe einen Teil mit Feuer verbrannt und über seiner Glut Brot gebacken, Fleisch gebraten und gegessen. Und das im Übrigen sollte ich nun einen Gräuel machen, sollte ich vor einem Holzklotz niederfallen, wer der Asche nachgeht. Also den Götzen, die sonst aus verbrennbarem Holz sind, den hat ein betrogenes Herz verführt. Er rettet seine Seele nicht und denkt nicht, es ist ja Betrug in meiner Rechnung. Genau das stimmt überein mit dem, was Paulus in Römer 1 sagt, wo er sagt, dass die Menschen ursprünglich Gott erkannt haben, aber dann ihm nicht gedankt haben, ihm nicht verehrt haben und dann in ihren Herzen verfinstert worden sind und so der Götzendienst entstanden ist. Bedenke dies, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Immer wieder diese Idee, das Volk als der Knecht Gottes. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht, du, Israel. Du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich tilge deine Übertretung wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Was für wunderbare Verheißung ist. Ich kann euch nur empfehlen, lieber Freund, liebe Freundin, dir nur empfehlen, dies auszuschreiben, dich zu unterschreiben, ihr zu merken, wo sie stehen in der Bibel. Wenn du einmal in Sünde gefallen bist und dich fragst, ob Gott dir noch vergibt, dann lies diese Verse. Er vergisst uns nicht, selbst wenn wir tief gefallen sind, selbst wenn wir im Exil, in der Gefangenschaft in Babylon sind. Er tilgt uns Übertretungen, er vergibt uns, er bittet uns, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Frohlockt ihr Himmel, denn der Herr ist vollbracht. Jauchzt ihr tief in der Erde und brecht den Jubel aus, ihr Berge und Wälder samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Gottes Herrlichkeit zeigt sich an der Erlösung durch Jesus Christus, die hier durch die Befreiung aus Babylon wie ein Typus vorgeschattet wird. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch mich. Selbst er hat alles alleine geschaffen, also wird er auch alleine uns retten, nicht durch unsere Kraft. Genauso wenig wie wir zur Schöpfung beitragen können, konnten, können wir zur Erlösung beitragen. Wir können die Schöpfung nur nehmen, bewahren und mit ihr arbeiten, so wie Gott es will. So können wir auch die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihren wandeln sollen, nehmen, annehmen und auch tun. Aber wir können niemals etwas tun, etwas hinzufügen zum Erlösungswerk
Gottes, der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, hat sich in der Geschichte bei der babylonischen Chaldea, der Weisen in Daniel 2, 4 und 5, bis auf den Buchstaben erfüllt und erfüllt sich immer und immer wieder. Der aber das Wort seines Knechtes bestätigt und den Ratschluss ausführt, den seine Boten verkündet. Mit anderen Worten, die ganzen Gelehrten Babylons, die Wahrsager und die Traumdeuter, all die kommen zu Schanden, alle Philosophen und alle Experten werden zu Schanden mit ihren Theorien, aber das Wort Gottes, das die Propheten gepredigt haben, das wird eintreffen. Und deswegen sind wir gut beraten, wenn wir uns auf das prophetische Wort verlassen, wenn wir uns auf die Bibel verlassen, darauf unser Leben gründen und nicht auf den menschlichen Meinungen und Experten. Paulus hat einiges dazu zu sagen in 1. Korinther 1, einige Abschnitte, einige Verse dort. Der zu Jerusalem spricht, werde wieder bewohnt und zu den Städten Judas werdet wieder gebaut und ihre Trümmer richte ich wieder auf. Jetzt wird es ganz konkret. Gott sagt, ich will, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Die Trümmer werden aufgerichtet werden. Es gibt einen Neuanfang. Lieber Freund, liebe Freundin, vielleicht geht es dir so wie Israel. Vielleicht ist dein Leben zerstört. Vielleicht hast du dich von Gott so weit entfernt, wie die Israeliten sich von Gott entfernt haben. Gott war ja gnädig, hat immer wieder sich aufgemacht. Sie gewarnt und gewarnt und gewarnt. Sie haben alle Warnungen in den Wind geschlagen, bis sie schließlich mehrmals von Nebukadnezar heimgesucht worden sind und selbst dann wurde die Stadt nicht gleich zerstört, sondern erst zum Schluss. Es schien so, als hätten sie jeden Geduldsfaden Gottes reißen lassen. Aber Gott sagt zu ihnen, wir bauen die Städte wieder auf. Ich fange neu mit euch an. Wir fangen wieder bei Null an. Und das möchte er dir und mir auch anbieten. Der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme werde ich trocken legen. Und jetzt kommt's, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen. Und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Es geht direkt weiter, Kapiteleinteilung ist völlig fehl am Platze hier. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Mehr als also ungefähr 150 Jahre im Vorhinein weissagt Jesaja, erfüllt vom Heiligen Geist, dass ein Mann namens Kyros die Stadt erobern wird. Er als General der Meder und Perser war verantwortlich für die Eroberung von Babylonien im Oktober 539 und der Geschichtsschreiber Herodot gibt uns Details über diese Eroberung, die zeigen, wie buchstäblich sie das erfüllt hat. Der Kyros hat tatsächlich einen Damm durchstechen lassen, sodass der Euphrat in ein altes, nicht mehr genutztes Wasserreservoir geflossen ist und in dem trockenen, in dem niedrigen Flussbett sind die Perser und Meder in die Stadt eingedrungen. Und es wird auch gesagt, dass die Türen nicht verschlossen waren, wie es hier angedeutet ist oder vorhergesagt wird und dass die Stadt in einem Überraschungsmoment erobert worden ist. All das hat sich buchstäblich erfüllt und all das ist später dem Kyros auch buchstäblich gesagt worden von Daniel. Das haben wir im Zusammenhang auch mit Esra Kapitel 1 vor einiger Zeit mal in einer CSH-Serie studiert. Haben einige Details hier noch im Sendemanuskript. Aber es war deswegen, weil Kyros gesehen hat, hier in Jesaja 44 und 45, dass er mit Namen lange vor seiner Geburt vorhergesagt worden ist und dass die Eroberung Babylons so präzise vorhergesagt worden ist, dass er so beeindruckt war, dass er erkannt hat, dass Gott ihn berufen hat und auserwählt hat, um das Volk Israel wieder zurück nach Jerusalem zu führen, weshalb er dann auch in Esra 1, ab Vers 1, diesen Erlass gibt, wo er ganz deutlich darauf Bezug nimmt, dass er weiß, dass der Gott des Himmels ihn dazu beauftragt hat, genau das zu tun. Er kannte diese Stelle, was für eine beeindruckende Erfüllung der biblischen Prophetie. Vers 3, und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat. Der Gott Israels, er ruft nicht nur das Volk Israel bei seinem Namen, sondern auch den Heiden Kyros, um Jakobs, meines Knechtes und Israels, meines Auserwählten willen, habe dich bei deinem Namen gerufen und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Gott benutzt den Kyros, als er noch völliger Heil ist, noch nie den Namen Gottes gehört hatte. Aber Gott kann die Weltgeschichte, er lenkt die Weltgeschichte so, dass es am Ende immer dazu führt, dass das Evangelium klar und deutlich erkannt werden kann. Vers 5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Gott will dem Kyros, dem König, dem späteren König,
der Perser deutlich machen, dass auch, und das sagt er sozusagen nur implizit, alle Götter der Perser nicht sind, sondern nur der Gott Israel überhaupt existiert. Damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, ein Motiv, das später bei Maleachi 1 auftauchen wird, mit derselben Idee, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir, ich bin der Herr und sonst ist keiner Gott, möchte, dass die ganze Welt erfährt, dass all die Götzen, wie sie in Babylon und Assyrien und allen anderen Völkern üblich waren, nichts sind. Babylon hat die Welt beherrscht und jetzt würde der Untergang Babylons eine Gelegenheit geben, zu zeigen, wie nutzlos die Götzen sind. Der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe, ich, der Herr, vollbringe dies alles. Gott hat das Licht gemacht. Wir sehen das in 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Er hat auch die Finsternis gemacht. Er hat nicht die Sünde geschaffen, aber die Finsternis gemacht. Denn bei ihm wohnt das Licht, bei ihm gab es keine Nacht im Himmel. Aber als er die Erde schuf, hat er Finsternis gemacht als Symbol für die Konsequenzen der Sünde. Und so schafft Gott auch Strafgerichte als Konsequenz für die Sünde. Träufelt ihr Himmel von oben herab und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und der Sprosse heilt davor und Gerechtigkeit wachse zugleich. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer. Was machst du? Oder dein Werk, er hat keine Hände. Auch das eine Idee, die wir schon auch von den Assyrern her kennen, wo Gott ihnen dasselbe gesagt hat. Wehe dem, der zum Vater sagt, warum gezeugst du, und zur Frau, warum gebierst du? So spricht der Herr, der Heilige Israels, und sein Schöpfer wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Gott sagt, wenn ihr wissen wollt, was die Zukunft bringt, kommt zu mir. Dieselbe Lektion hat er ja auch dem Nebukadnezar in Daniel 2 gegeben und dann auch nochmal in Daniel 4. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen aufgeschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr. Immer und immer wieder betont Gott diesen Punkt. Es muss ihm sehr, sehr wichtig sein. Wir sollten sehr genau hier aufpassen. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen. Und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr, der Herrscher. Noch einmal wird hier also Kyros angesprochen, der das Volk befreien wird. Und interessant ist, dass Gott sagt, er wird alle seine Wege ebnen. Wir hatten in Vers 3 gesehen, in Vers 2, dass Gott vor ihm das Hügelige eben machen wird. So ähnlich wie Johannes der Täufer vor Jesus den Weg ebnet, so würde Gott selbst vor Kyros den Weg ebnen, damit all das so geschieht, wie Gott es sich wünscht. Diese Erlösung würde nicht um Geld und nicht um Gaben sein. Die Israeliten müssten sich nicht freikaufen. Sie würden umsonst frei werden, weil Jesus selbst, auf den das Ganze hier hinweist, uns erlöst, nicht um Gold, um Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut, das er am Kreuz von Golgatha für uns vergossen hat. So hat der Herr gesprochen, der Erwerb Ägyptens und der Gewinn Kusch und die Sabäer, Leute von hohem Wuchs, werden zu dir hinüberkommen und dir gehören. Wir erinnern uns, wir hatten in Kapitel 43, Vers 5, von diesen Vers 4, von Vers 3, von ihnen gehört. Sie waren die reichen Nationen, ja, die Sabäer waren in Südarabien. Da kam die Königin von Saba her mit all ihrem Reichtum im heutigen Jemen. Auch Ägypten war extrem reich und Kusch dann südlich davon. Sie werden dir nachfolgen und in Fesseln gehen, vor dir werden sie niederfallen und zu dir flehen, nur bei dir ist Gott und sonst gibt es gar keinen anderen Gott. Hier wird wieder Israel angesprochen. Gott verheißt, dass wenn die Israeliten das tun, was sie tun sollen, werden selbst die reichsten Nationen sich zu Gott wenden wollen. Wir hatten ja das schon gesehen, in Jesaja 2, Gottes Idee ist, dass wenn die Israeliten ihren Auftrag erfüllen würden, aus allen Nationen Menschen kommen und sich zu Gott wenden, wir hatten Jesaja 19 gesehen, wie Ägypter und Assyrer sich zu Gott wenden würden. Für wahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott Israels, du Erretter. Damit ist gemeint, dass Gott viele verborgene Wege hat, die wir nicht erkennen können. Es sollen beschämt und zu Schanden werden, es sollen sich allesamt mit Schanden davonmachen, die Götzen anfertigen. Noch einmal wiederholt, Israel wird durch den Herrn errettet mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht beschämt noch zu Schanden werden in allen Ewigkeiten. Immer dieser Kontrast, die Heiden und die Götzendiener und Israel. Die auf Götzen vertrauen, werden zu Schanden. Die, die auf die ewige Errettung des Herrn warten, werden gerettet werden und niemals zu Schanden werden. Und diese ewige Rettung ist nichts anderes als das ewige Evangelium, das wir noch in Offenbarung 14, Vers 6 und folgende finden. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer, der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde. Da steht das Tohu, das wir aus Tohu Wabohu kennen, aus 1. Mose 1, Vers 2. Gott hat diese Erde nicht gegründet, damit sie wüst und leer und finster ist, sondern damit sie bewohnt ist. Sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Gott hat die Welt geschaffen mit einem Sinn und einem Zweck. Er ist nicht nur ein Uhrmacher,
der sich da nicht mehr dafür interessiert. Er hat etwas vor mit dieser Erde, hat etwas vor mit dem Volk, das er gemacht hat. Er hat etwas vor mit dir. Er hat dich geschaffen und dich erlöst. Und er wünscht sich, dass du das annimmst, damit du erlebst, wie er ist. Und dann im ganzen Universum ein Zeuge dafür sein kannst, dass Gott gut ist und immer gut. Und dass er der wahre Gott ist und dass niemand so ist wie er. Und dass er der Einzige ist, der uns retten kann und deswegen auch wirklich verdient hat, angebetet zu werden, dass er wirklich gut ist. Und dass Satans Lügen Lügen sind. Ich habe nicht dem Verborgenen geredet, nein, im dunklen Winkel der Erde. Ich habe zu dem Samen Jakobs nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Ich daher was rede, was recht ist und verkündige, was richtig ist. Ja, seine Wege sind oft verborgen, er hält sich verborgen, aber sein Wort ist klar und deutlich. Er sagt, es heißt zwar in Vers 15, dass er sich im Verborgenen hält, aber seine Worte, die er gesprochen hat, sind nicht im Verborgenen. Seine Botschaft ist klar und deutlich. Er hat nicht gesagt, sucht mich vergeblich. Er sagt, wenn er mich sucht von ganzem Herzen, so werde ich mich finden lassen. In Jeremia 29. Ab Vers 11. Versammelt euch, kommt, tretet miteinander herzu, ihr Entkommenen unter den Heiden. Das sind die Übrigen. Hier haben wir dieses Motiv von den Übrigen wieder. Sie sollen sich versammeln, sollen zusammenkommen. Sie haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres Gottes Götzen tragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. Verkündet, bringt es vor. Ja, sie mögen sich miteinander beraten. Wer hat dies vor Zeiten verlauten lassen? Oder wer hat es von Anfang an her angekündigt? War ich es nicht daher? Sonst gibt es keinen anderen, einen Gerechten. Gott und der Retter, außer mir gibt es keinen. Wir sehen, wie immer wieder diese Punkte betont und wiederholt und in neuen Worten formuliert werden. Gott will es absolut deutlich machen. Er ist der Einzige. Er kann uns retten und er hat es alles prophezeit und es beweist, dass er es ist. Alle Prophezeiungen auf Jesus beweisen, dass er der wahre Messias ist. Gott ist gerecht und Erretter. Das sagt Paulus ja auch in Römer 3, wo er sagt, dass Gott gerecht ist und gleichzeitig rechtfertigt. Warum? Weil er nämlich die Strafe auf sich selbst nimmt. Das ist wird hier beschrieben. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Hier ist der große Aufruf. Gott sagt, meine Errettung ist nicht auf Israel, auf Juda beschränkt, sondern alle, ihr könnt alle gerettet werden. Perser und Griechen und Kuschiten und Sabäer, kommt alle zu mir. Denn dieses Ereignis, die Perser würden jetzt die ganze bekannte Welt erobern, die Ereignisse vom Fall Babylons würden bekannt werden. Hier hat das Volk Israel jetzt eine Chance, das Evangelium in der ganzen Welt zu predigen. Und Gott wünscht es sich so sehr. Er hat nie davon abgelassen, es sich zu wünschen. Er wünscht es sich bis heute. Und er wird erst wiederkommen, wenn dieser eine Wunsch erfüllt ist. Das Evangelium in die ganze Welt, zu allen Nationen, Stämmen, Sprachen, Völkern, wie in Offenbarung 14 steht, wenn dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt gepredigt ist, dann wird das Ende kommen. So wie damals, so ist es heute. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Gott sagt, darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Hier prophezeit er etwas, was sich nach den 1000 Jahren erfüllen wird. Wenn alle Beweise offengelegt werden über die Schöpfung und Erlösung Gottes, dann wird selbst der Satan niederknien und zugeben, zwar ohne Liebe im Herzen, aber zugeben, überwältigt von der Faktenlage, dass Gott gerecht ist, dass er der Einzige ist, dass alle seine Lügen Lügen waren und dass Jesus der wahrhaftige Messias ist und dass alles, was Gott getan hat, wahr war und richtig und gut. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnen. Dass sich alle beugen werden nach den 1000 Jahren, heißt nicht, dass alle gerettet werden. Die einen werden bekennen, ja, das ist der Gott, der uns gerecht gemacht hat, der uns stark gemacht hat. Von er hat uns stark gemacht, er hat uns gekräftigt. Das heißt ja von Paulus, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Im Evangelium hat sich die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aber die, die ihn abgelehnt haben, die sich aufgelehnt haben, die werden beschämt sein. Die werden zugeben, dass Gott recht hat, aber sie werden dann vernichtet werden, wie Offenbarung 20 lehrt. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Alle, die gerechtfertigt werden durch den Glauben an Jesus, wie es der Römerbrief lehrt, die Frieden mit Gott haben, erfüllt sind vom Heiligen Geist, die sind der Same Israels. Denn die Israeliten nach Jesaja 41 bis 45 sind die, die die Erlösung angenommen haben, die als Zeugen für die erlösende Macht und schöpferische Macht Gottes in die ganze Welt hinausgehen und die sich nicht irritieren lassen von dem Glitzerwerk der
Götzen Babylons, sondern einem untergehenden Babylon, die schöpferische Kraft Gottes offenbaren. Und solche Menschen sucht Gott heute. Babylon ist kurz davor zu fallen. Die Götzen dieser Welt sind überall zu sehen und sie sind hilflos und nutzlos und sinnlos. Gott sucht Menschen, die schon so viel wissen, dass sie es endlich annehmen. Menschen, die schon so viel aus der Bibel kennen, die sich sein Volk nennen, die endlich verstehen, er hat mich geschaffen, er hat mich erlöst, er möchte, dass ich sein Zeuge bin. Er wird mir helfen, er wird mich an die Hand nehmen und ich möchte ihm dienen und seinen Ruhm in der ganzen Welt verkündigen und allen Menschen bekennen, wie er mich gerecht gemacht hat und er mich stark gemacht hat. Ist das dein Wunsch? Lieber Freund, liebe Freundin, lass diese 5 Kapitel nicht leer zurückkehren. Gott hat verheißen, dass sie nicht leer zurückkehren werden. Nimm sie in dein Herz auf und lies sie immer und immer wieder. Und unterstreiche diese vielen, vielen Verheißungen. Lass diese Kapitel ganz nah an dein Herz, dass es dein Jesus ist, der hier zu dir spricht. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du in Jesaja 41 bis 45 so eine wunderbare Botschaft uns gegeben hast, die uns zeigt, wer du bist. Alles, was wir wissen müssen, um erlöst zu werden, steht in diesen 5 Kapiteln. Herr, dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du uns erschaffen hast. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast und dass du unser König bist. Dass wir wissen dürfen, dass aller Götzendienst, in welcher Form auch immer, völlig nutzlos und sinnlos ist. Und dass, wenn wir die Erlösung in unserem Leben erlebt haben, dass wir Zeugen sein dürfen, in diesem großen Kampf vor der ganzen Welt, vor Engeln, vor ungefallenen Welten, dafür, dass du der einzige wahre Gott bist und dass deine prophetische Botschaft es beweist. Das danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder hier für die nächsten Kapitel. Bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen. Thank you.